Ihr feiert jetzt hier am Tresen alkoholfreier Cuba Libre für dich, Flens, habe ich richtig gesehen. Ich nehme meinen Cuba Libre mit, denn jetzt geht's nochmal zur Bühne und da wartet endlich die Tüdelband auf uns und zwar an der Gitarre Mire und am Cajon Malte und da sind sie. Da sind sie. Unsere Tüdelband Mire. Mire, wo geht die dat? Oh, du, mir geht das recht gut. Ja, das war mein plattdeutscher Satz. Mehr kann ich leider nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, man hat überhaupt verstanden, was ich da gefragt habe. Ihr singt auf Platt, ihr seid jung, ihr seid talentiert. Warum Plattdeutsch? Ehrlich gesagt war das eine fixe Idee. Ich habe schon lange auf Hochdeutsch getextet und irgendwann einen Text übersetzt ins Plattdeutsche. Und es hat, das hätte war nicht Spaß gemacht. Und so sind wir dabei geblieben. Was immer du dazwischen gesagt hast, klang auf jeden Fall gut. Die Leute haben es hier verstanden. Ich kann mir vorstellen, wenn man Plattdeutsch singt, dass da das Publikum ein bisschen anders aussieht wie auf anderen Konzerten. Was habt ihr denn für einen Altersdurchschnitt eigentlich? Sehr unterschiedlich. Also so ein bisschen wie das, was auf den Spielen häufig steht, so von 4 bis 99. So in etwa sieht es auf unseren Konzerten auch aus. Ja, ist ja geil, oder? Ich meine, wenn du so viele Leute erreichst. Malte hat eigentlich was ganz Schönes gerade vorhin gesagt, als wir uns unterhalten haben, wie eigentlich eure Texte und eure Lieder entstehen. Du bist ja so ein bisschen the brain und machst alles, aber du bist so wie so ein, hat er gemeint, wie eine Architektin. Du baust so ein Grundgerüst fürs Haus und der Rest der Band, sind ja noch zwei andere eigentlich auch dabei, die würden mit beim Innenausbau helfen. Ist das so eigentlich ein Bild, das dem nahe kommt? Ja, es kommt dem schon ziemlich nah. Also meistens ist es so, dass ich alleine anfange, an einem Song zu arbeiten und einen Text zu schreiben, eine Melodie, vielleicht auch schon einige Akkorde und was alles so zu so einem Song dazugehört. Und dann bringe ich das Ganze mit und im Proberaum wird dann tatsächlich entschieden, wie genau was gespielt wird, wer was tut. Sehr schön. Wir hören gleich einen Song aus eurem Album. Jetzt aber noch der Hinweis, dass die BED Reeperbahn eine total geile Idee hatte, zusammen unter anderem mit dem Cocoon. Es wird nämlich pünktlich zum diesjährigen Reeperbahn-Festival, das findet Ende September 2016 statt, eine CD erscheinen, wo ganz viele Bands mit unterschiedlichen Musikstilen, ihr seid auch dabei, das Lied covern wird auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Eben auf Platt und was denen alles noch so einfällt. Und es wird Live-Recording-Shows geben, hier mit den Bands im Cocoon. Auf cocoon.com findet ihr die Termine, könnt ihr vorbeigucken. Und dann wird eben eine Kompilation dieses Songs auf der Reeperbahn nachts um 12:30 auf einer CD erscheinen. Das Ganze nennt dann sich Sie spielen unseren Song. Das oh, ist der Kiez, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was schön. Ja, habe ich schön gesagt. Das ist großartig. Und ich würde sagen, jetzt hören wir sie auch, die Tüdelband. Vorab sagen wir Tschüss, würde ich sagen, Peter. Ja, und jetzt die Tüdelband mit Hilde, live und in Farbe, hier bei uns im Cocoon bei Talk der offenen Tür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jo, vielen Dank. Moin, moin, liebe Lü. Wir sind Dale von der Tüdelband. Wir spielen Plattdeutsch Popmusik und ein Lied von uns, das heißt Hilde. Ich sag das mal auf Deutsch, Hochdeutsch. Wir können ja Hochdeutsch und Plattdeutsch. Mit Hilde und Thorsten, um die beiden geht es nämlich in dem Lied, ist das so eine etwas längere Geschichte, denn Thorsten steht auf Hilde schon, da waren die noch ganz kleine Schulkinder und Hilde wusste davon immer nichts. Und inzwischen ist Thorsten über 40 und nun war das Motti, ne? Und jetzt fiebern wir mit Thorsten mit und hoffen, dass er sie dann doch noch mal irgendwann kriegt, seine Hilde. Viel Spaß. Thorsten wäre ein ganz normaler Junge, was da zu viele gibt, ein Beben gau ein großes Stück. In der Flappe hätte ich ein Zigar, weil er sich damit cooler fühlt und so gern ein coole Freundin hat. Thorsten ist nun fertig, der Zigar hat er immer noch im Gesicht. Bloß die Freundin, die gibt das nicht, denn er ist so Hilde. Hilde wäre früher so eine Wilde. Ob'm Schulhof hätt' he sie ansehen, ach, wat wär sie schön.
mit der fehlte Bunte und fehlte Karte. Sommerklee, ich denk, ich hilde, willst du mich? Wir geben echten super Trompo ab. Hilde, meinst du nicht? Und nu hätt Hilde im Wetter mal den Kopf verdreht. Thorsten denkt für dem se Wetter geil. Nun nehm ich mir ein Haar und schnack se an. Sech mal Hilde, kannst du dich dran erinnern? Do auf dem Schulhof und Hilde meint auf dem Schulhof. Wat, wann? Und Thorsten sech, no jo früher, dat bin noch so viel jünger wär. Du in diese Kakelbunde kleid und ich Thorsten mit der Zigar an der Wand, du Achter. Und Hilde sech bloß, ach so, und verdreite Augen. Und Thorsten, wer sich sehen, so gar nicht mal mehr ganz so sicher. Kickt sie einfach wieder an, so als er das früher so oft getan hat. Weil er immer noch gut kann. Und ich fragte, Hilde, sech mal, wo sieht er denn wie dir im Leben gut? Unser Main, worin wollt du denn das reden? Hey, tücht gar an sie Zigar, viele just auf nix beide Rippen. Und ich hab so ein beiden Tituschen, wenn sich denn vielleicht Lorde noch mal so richtig zu überwinnen. Und er zu sagen, wo du heise in allen Jahren misset, sehr so oft küsst hat, in all sein Drögen. Wer sich immer werde, der erst besetzen für der Hauptruf. Hilde wär ich immer so doll, der ich hier so gern als Freundin hat. Und dann überwind heiße ich noch Hilde, meinst du nicht, wie geht mich ein super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht, wie geht mich ein super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht, wie geht mich ein super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht?